Jo Leute, was geht? Und herzlich willkommen zu einem Video. Und ja Leute, im heutigen Video möchte ich euch zeigen, wie ihr euch ganz einfach die MOC modden könnt. Ja, dafür braucht ihr auf jeden Fall einen Freund. Ja, der Freund sollte sich dann in einem Job für einen Titan begeben und in eine Einladungssitzung rein. Wenn ihr jetzt keinen Freund habt, dann könnt ihr auch einfach den Bot benutzen, den ich euch in der Videobeschreibung verlinken werde. Und ja, ebenso braucht ihr halt noch einen Flak-Anhänger, von dem ihr dann die Settings auf die MOC dann übertragen könnt. Und ja, wenn ihr das habt, dann können wir eigentlich auch schon direkt losstarten. Begebt euch einfach in euren Bunker, zu eurer MOC. Geht dann hinten hin, wo ihr das Fahrzeug modifizieren könnt. Steuerkreuz nach rechts, dann geht ihr auf Flak-Anhänger modifizieren, dann geht ihr unten auf Waffen, geht dann auf irgendeine andere Waffe, wählt die Waffe aber nicht aus, bleibt dort ungefähr so für 5 Sekunden drauf. Dann kann man ganz einfach dann wieder zurück, gehen auf mobile Kommandozentrale modifizieren und jetzt kommt der Freund ins Spiel. Und zwar müssen wir ihm jetzt einfach so beitreten. Ich hole mir jetzt einmal die Meldung und zwar, Moment, so und zwar, ich hole mir jetzt die Meldung, Doppel-PSN. Dem Freund einfach beitreten. Wie gesagt, er muss einfach nur Einladungssitzung oder Job für einen Titan, sein. So, dieser Meldung bleiben wir 5 Sekunden drin. Die Meldung können wir dann einfach akzeptieren. Und in dieser letzten Meldung müssen wir jetzt ungefähr für 10 Sekunden drin bleiben. Pi mal Daumen 10 Sekunden. Und dann können wir ganz einfach mit X akzeptieren. Wir werden einmal kurz auf der Karte weggeportet, aber ist nicht schlimm, wir erscheinen sofort wieder in einem MOC. Und dann werdet ihr sehen, dass die MOC dann unsichtbar ist, ist auf jeden Fall perfekt. Dann gehen wir jetzt wieder zur Fahrzeugwerkstatt, Steuerkreuz nach rechts, mobile Kommandozentrale modifiziert und jetzt irgendwas an der MOC ändern. Was ihr dort ändert, ist völlig egal. Ja, ich ändere jetzt einfach die Panzerung, einfach irgendeine andere Panzerung drauf machen. So, dann können wir auch ganz einfach wieder verlassen mit Kreis. Einfach verlassen. Und ja, jetzt sind wir eigentlich auch schon fertig. Ihr seht, die MOC steht noch nicht im Bunker drin. Das ist überhaupt gar kein Problem. Wir gehen jetzt einfach aus dem Bunker raus. So, sind wir dann draußen angekommen. Dann fordern wir einfach unsere MOC an. Begeben uns dann dorthin. Und ihr seht, die MOC hat sich jetzt die Settings vom Flak-Anhänger übertragen. Und es geht halt wirklich dann auch nur mit dem Führerhaus, wie ihr auch gerade gesehen habt. Und ja, ich schlage jetzt einfach mal die MOC ein, begebe mich dann wieder zurück zum Bunker. Und ihr seht schon da hinten die MOC, die steht jetzt auch im Bunker drin. Ist auf jeden Fall perfekt. Und ja, wie gesagt, nur das Führerhaus kann man leider modden. Deswegen geht einfach dann zum Anhänger und dort, ja, gehe ich einfach mal auf Crew. Ich habe ungefähr die gleiche Crew-Farbe. So, mache ich mir einfach die Crew-Farbe drauf und schon sind wir fertig. Und ja, Leute, ich hoffe, das kleine, feine Video hat euch gefallen. Wenn es denn so sein sollte, würde es mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mir noch ein Abo und ein Like da lassen würdet. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.